Ich will zumindest bis zum Anfang des nächsten Dungeons, ja. Das ist gut. So, Goronia. Goronia ist schön und gut. Das Problem mit Goronia ist verlassen. Weitestgehend zumindest. Weitestgehend heißt, dass hier irgendwo jemand sein müsste. Es ist dunkel. Na, wo rollt er denn rum? Irgendwo müsste er rumrollen. Hallo? Ah, da! Gut. So, und diesen kleinen Roller müssen wir durch einen gezielten Bombenwurf. Oh, ich habe noch neun. Zum Stillstand bringen. Vorzugsweise, indem wir die Bomben jetzt legen. Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut. Aha. So. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Hering, der größte Krieger der Goronen. What the fuck? Okay, gut. Reden wir mal mit dem Kleinen. Was? Auch dein Name ist Hering? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Hering. Der mächtige Hering. Ja, irgendwie an den Namen könnte ich mich gewöhnen. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Hering, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Hering den Goronen. Oh. Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater, Darunia, begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Daddy. Komische Geräusche von sich. Du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über die Goronen. Über den Drachen, ja. Die Schauergeschichten zuerst. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goronen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Naja, offensichtlich ja nicht, wenn sie wieder aufgetaucht ist. Heul, schnüff, Daddy. Ja gut, du solltest ihn beruhigen. Worüber willst du ihn fragen? Über die Krone. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Hering. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Die Goronenrüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen an. Sie schützt vor extremer Hitze. Dam, 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 dam. Ja, die Türen unten waren zu, aber jetzt sind sie wieder auf und alles ist schön. Gut, wir sparen uns jetzt besser mal weitere Gespräche mit ihm.
Ich müsste Corona anders sprechen lassen. Ich weiß auch nicht. Es ist komisch. Es ist meine Fantasie. Es ist in erster Linie das, was mir als erstes irgendwie in den Sinn kommt. Jedenfalls, wir legen jetzt mal die Kokir-Rüstung ab. Machen uns ein bisschen nackig. Und rüsten uns mit der Goron-Rüstung aus. Und schauen wir rot. Also, ne? Die rote Rüstung finde ich übrigens irgendwie am stylischsten. Ist so mein persönliches Highlight. Und wenn wir jetzt das hier herausziehen, irgendeiner hier sagt uns das, glaube ich, noch, dass man das Ding herausziehen kann und dann ist das ganz toll. Jedenfalls kommen wir so in den Todeskrater. Dam, 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 dam. Jo. Und da wir jetzt die Goron-Rüstung tragen, macht uns die Hitze nichts mehr aus. Deswegen legen wir diese Rüstung auch besser nie wieder ab. So. Was war eigentlich? Ich überlege gerade. Kann man die Dinger kaputt machen mit einer Bombe? Nee. Da brauchen wir einen anderen Gegenstand für. Okay, kein Problem. So. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier entlang. Als ich das damals gemacht habe, habe ich auch ewig gebraucht, um herauszufinden, wie man dort rüberkommt. Bis ich gemerkt habe, dass dort oben ja was ist, wo man sich festhalten kann mit dem Fanghaken. Es ist nicht einfach, wenn man so ein Spiel das erste Mal spielt, wirklich. Schick. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Ja. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Spiele den Bolero des Feuers. Dim, 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 dim. Auch eine sehr schöne Melodie. Boah, ich liebe diese Szene hier auf der Hängenbrücke. Wie es mit Kamerafahrten gemacht wurde und dann noch die Melodie dazu, es ist wirklich gut inszeniert. Nintendo hat da ein Händchen für. Hering, wir werden uns wiedersehen. Oh, was ist das? Flammen des Todes. Die mich umgeben. Komm mir nicht zu nahe. Tja, Sheik ist komisch. Ja, was soll's. Oh, Navy. Diese Wolke über dem Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Gib's doch zu, du wolltest nur mal wieder was sagen. Es ist sehr schön, ja. Gut. Bolero des Feuers erlernt, mit dem können wir jetzt jederzeit wieder in den Todesberg zurück. Übrigens dann auch als Kind. Was dann auch, sehr weiterhilft, weil man später als Kind tatsächlich nochmal hierher muss, wirklich alle Geheimnisse in Ocarina of Time zu lösen. Irgendwie so. Und jetzt können wir jedenfalls hier herunter. Ganz tief runter, ganz, ganz, ganz tief runter, 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 runter. Und es wird immer heißer und heißer und heißer. Und willkommen im Feuertempel. Der Feuertempel. Doch was uns hier wirklich erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal, denn ich muss jetzt einfach mal eine kurze Pause machen. Ich muss die ganzen Sachen mal zusammenschneiden und ich muss auch mal wieder irgendwas anderes spielen oder so. Keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Und ihr hoffentlich auch. Weil wenn ihr jetzt alles am Stück gesehen habt, dann seid ihr krank. Genauso wie ich. So, wie auch immer. Wir sehen und hören uns dann jedenfalls beim nächsten Mal. Herring Ray sagt Tschö mit Ö.